was soll die Scheiße? Ich bin der Günther, ich komme aus der Schule. Ja! Ich bin der Günther! 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 Ich bin der Bei mir leckt es gerade ein klein bisschen, also könnte ein Moment dauern. Bei mir ist... Hey Leute, bei mir ist keine Rüstung, bei mir ist keine Rüstung. Geh weg, ich kann nicht sprinten. Wobei, dieser riesige Lord Ecke dort hinten macht mich wütend. Ich glaube, irgendwie ist es Günther. Okay. Ich glaube, irgendwie ist es Slime. Aber wir sollten doch eine Sache festlegen. Tote Mädchen lügen, tote Mädchen sagen nix. Ja, das ist klar. Wer tot ist, hält die Presse. Ja, und wer was anderes macht, ist ein Arschloch. Wenn dieser Knopf nicht funktioniert, bin ich jetzt halb tot. Ich bin wieder auf der Map, okay, meine Freunde. Jetzt. Ich weiß gar nicht, wo ihr seid. Den einzigen, den ich sehen kann, ist den Bärten Herrn. Es ist halt noch nichts passiert, seitdem er weg war. Ich sehe den Jan. Vor allem, der Günther ist nie so leise. Ich bin das ist wohl immer wahr. In diesem Modus leise. Ich komme auch mal mit hoch. Das kann jetzt auf. Jeder sagen. Ich kann auch mal mit hoch. Ich traue hier Matt Kaplinski nicht. Hier sind alle gerade. Alle sind hier. Außer dem Typen da unten. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er es ist so. Also, Olaf. Entweder, also ich entweder sage, Günther ich sag, oder lass Olaf. Mich mal reden. Ich sage, ich es bin ist, der verwackten Telefon. Ich sage, es ist Olaf, weil der kann nicht schauspielern. Das weiß ich durch Mörder und deswegen hält er wahrscheinlich jetzt lieber gleich komplett die Presse. Ist halt wirklich so. Richtig geil. Aber ist halt ganz ehrlich, die Glocke ist so verwackt. Keine Ahnung, eigentlich müssten die den nächstgelegenen Spieler teleportieren. Guck jetzt. Warte, ich bleib doch oben. Ich will davon Thema ablenken. Ist halt wirklich so. Ist echt nicht so. Okay, ich vertraue ihm auf jeden Fall nicht. Ich sehe ihn. Ich vertraue keinem von euch. Ach du Scheiße! Hilfe! Der Jan wird's sein. Oh, schade. Ja, ich war's. Jawohl! Ja, schade. Easy! Die Runde ist rum, alle /kill eingeben. Ich bin dann der Letzte, richtig? Genau, und das gut. Leck mich. Ich bin gerade eben warst du sogar Erster und wurdest direkt Marder. Los, Runde beginnt! Runde beginnt, los. Warte kurz, ich bin jetzt schon mal zu cool for die School und mach jetzt schon mal Bullshit. Die Sache ist halt, wenn ihr mich tötet, habt ihr einen weniger Halt, ich fände es irgendwie blöd, dass automatische Heilung auslässt. Ja, das ist extra. Wenn du so doof bist und Fallschaden kassierst, bist du selber schuld. Außer die Games sind so gebaut, dass man das Fallschaden kassieren kann. Du hättest da Wasser einbauen müssen. Ey, du musst mal so einen Mörderraum machen. Ich hoffe. Könnte ich. Ich hoffe, sieht man eigentlich, wie sehr ich lagge? Sehr gut. Ja, sieht man. Ein bisschen, ja. Ich habe jetzt immer mehr Angst vor ihm. Ich mache mich auf. Er kommt einfach an mich gerannt. Auf die Pirsch. Auf. Er kommt direkt zu mir. Auf die Pirsch. Also ich vertraue dem Jan nicht. Ich vertraue dem Jan nicht. Auf die Pirsch. Erstens singt er die ganze Zeit, als würde er was verstecken wollen. Zweitens rennt er jedem hinterher. Klingt das irgendwie dämlich? Er singt auf die Pirsch, um zu vertäuschen, dass er eigentlich nichts sagt, weil er konzentriert sich so sehr. Wenn er Mörder wäre und wenn er nicht singen würde, würde er nichts sagen. Das heißt, dass er sich konzentrieren würde. Deswegen sagt er jetzt einfach die ganze Zeit auf der Pirsch. Ja. Du bist komplett schlecht. Ist das was Neues? Ist lost. Ich meine, guten Tag. Das sieht irgendwie schon leicht laggy aus, aber na gut, passt eigentlich alles. Von wem? Ernsthaft jetzt? Ich habe keine Ahnung, was es gerade war. Das war ein Knopf, der einen zufälligen Spieler tötet. Ich bin das ist Witz.
Ey, nur mal so, ich war innocent, ne? Scheiße, ich hab ja auch... Verkackt! Verkackt! Also richtig verkackt! Okay. So, Günther ist es! Bleib noch zwei übrig! Deine Mutter ist es! Warum Günther ist es? Das Einzige, was mich wundert, ist, dass der Janis echt nicht ist. Günther ist es! Scheiße! Mann, der ist hier runter, ohne Fallschaden zu... Ich hab den Knopf nochmal gedrückt und bin gestorben, ich war Marder! Ja, sag ich doch! Weil ich nicht verstanden habe, warum ich jetzt verreckt bin. Und ja, das macht Leute wütend. Ja, das verstehe ich. Wir nutzen den nicht mehr, würde ich sagen. Der ist im Untergrund-Labyrinth. Okay, ich würde sagen... Okay, let's go. Gottlos. Ja, aus der Lord-Ecke hätte ich wirklich einen Schwanzlutscher gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ganz ehrlich, warum was ist daran so schlimm? Warum glaube ich dir das leider? Weil ich ihn nicht mag. So, also jetzt mal zum Anfang der Runde. Wer verdächtigt wen? Also, ich verdächtige ganz ehrlich... Ich verdächtige den... Danke, ich muss zensieren, hallo! Muss ich zensieren, wir nennen ihn nicht so, das ist wie bei mir nicht meinen echten Namen. Wir nennen ihn Olaf in den Aufnahmen. Okay, Olaf. Wer aimt da unten auf wen anders? Ich hab grad geaimt. Ich verdächtige den Olaf, weil... Ich verdächtige Matt, weil... Matt und nicht Matt. Für mich ist er bratenfett. Ja, guck mal, ich will jetzt meine Begründung sagen, geh weg. Ich geh nicht weg, ich warte. Ich schwör, wenn du schießt, dann töte ich dich. Ich tendiere auch eben zu Olaf, muss ich sagen. Ich tendiere zu Olaf. Guck mal, er ist die ganze Zeit am Nichtsagen und das ist jetzt seine Taktik, weil er war jetzt in keiner Runde Mörder und er hat jetzt die ganze Zeit auf leise gemacht, dass es jetzt nicht auffällt. Das Ding ist halt, dieses auf leise, das passt. Das ist eine gute Begründung, da kannst du in jeder Runde sagen. Allein wegen dem Satz, er ist es. Ey, lass gut sein. Warum ist der Zettel drin, du stinkst? Okay, wir stimmen jetzt ab, ob wir ihn töten. Ich bin auf Matt. Ich ist offensichtlich Matt. Okay, meinetwegen. Günni, wir bleiben jetzt zusammen. Das meine ich sogar ernst. Okay. Matt, wo bist du? Direkt ins Haus. Oh, na dann. Warum gehe ich denn überhaupt ins Haus? Wo ist er denn? Sneakt ja. Olaf. Ach, da unten. Der ist wieder unten. Olaf ist im Untergrund. Okay. Behaltet Matt ganz genau im Auge. Matt, Alter, Matt was ist denn Matt Olaf mit dir? Matt und Matt. Junge, guck mal, du verdächtigst die ganze Zeit mich, damit du wahrscheinlich von deinem Verdacht abkommst. Ich sag ich bleib bei Olaf. Ihr streitet euch, während Olaf unten sich freut. Ja, ich bin auch noch für Olaf oder für Jan. Also, es ist mir vollkommen egal, los. Hopp. Oh, hi. Hi. Wo ist der Wenn ihr mich tötet, dann tötet ihr einen von euch. Dann wird die Chance noch geringer. Das nicht, wenn einer von uns Mörder ist. Dann töten wir keinen. Oh, Kacke. Nicht hier lang. Ich hab vergessen, was ist los? Wenn Jan Mörder ist, dann macht ihr euch beide fertig. Also die Helme waren ursprünglich auf Atmung verzaubert. Da konnte man dann noch... Ja, stimmt. Ja, stimmt. Vergessen. Das kann man jetzt nicht mehr. Deswegen da besser nicht lange aus, ihr wollt ertrinken. Ja, stimmt. Oder einfach allgemein Schaden bekommen. Mal im Ernst, wir töten uns hier nicht gegenseitig. Es muss fast Olaf sein. Ja, es ist so. Das Ding ist halt, natürlich können wir auch einfach warten, bis... Natürlich, man könnte natürlich auch einfach auf einen warten, dass er stirbt, damit man es einfacher hat. Aber dann... Ich wollte das nur mal in die Runde werfen. Dann hat man halt auch weniger Spieler. Guck mal, der Jan läuft gerade die ganze Zeit dem Günther hinterher. Ja. Ich vertraue ihm auch, ich erlaube es. Ach so. Und du leckst echt wie Hölle, ne? Ich weiß. Das ist schwer hinter dir zu bleiben. Wer ihn umbringt ohne irgendeinen Grund, ist echt ein Arschloch. Mich. Also momentan jedenfalls, weil ja, er leckt halt wirklich wie Hölle. Ist wäre hart. Pass auf, Olaf ist da. Ja, Olaf. Ja. Ey, ich will dich töten. Denn ich hab irgendwie nicht das Gefühl, als wär's. Denn bisher ist noch nichts passiert. Ja, genau, deswegen habe ich das Gefühl, er ist es. Weil er die ganze Zeit weg ist. Ey, ab der zweiten Mörderrunde habe ich relativ schnell gekillt. Na toll, erste Hälfte. Ja, aber nicht in dem Mörder hier. Ja, das ist ja eine andere. Das ist Mörder. Was ganz anderes. TTT ist so eine Scheiße. Ey, lass es dann mal auf Gomme spielen. Oh. Ey, lass. Ich renn. Lernen. Heute will ich aber die Map ausnutzen. Ey, meinetwegen. Soll ich jetzt einfach Olaf töten? Bring ihn um, los. Bring ihn einfach um. Gut. Okay. Ja, er wehrt sich. Zählt frei dazu. Was? Ist er tot? Ich nicht.
Was? Ich wusste es! Ich wusste es! Hab ich's doch gesagt! Ich wusste es! Ich hab es gesagt! Ich wusste es! Ich hab's doch gesagt! Dass du's bekommst, ist mir egal. Ich hab bei mir das selber gerade gedacht, ich wollte ursprünglich. Deswegen ist halt ich hab mir einfach nur neue Pfeile rausgenommen, weil ich hatte irgendwie nur 10 Stück. Ich hab mir gleich 3 Stacks genommen. Sind alle auf der Map? Ich hab jetzt 2 Stacks. Kann's losgehen. Gut, los! Was geht's? Also, wo seid ihr, Leute? Sammeln wir uns ein bisschen. Wir treffen uns beim Haus in der Mitte. Ach, bei der 8. Und wer nicht kommt, wird getötet. Komm mal, ich beeile mich. Ja. Das ist aber weit weg. Guck mal, ich hab jetzt schon wieder einen Verdacht. Weil jetzt was auf denn? Einmal spricht Olaf wieder so viel. Ja. Ey, das ist hart. Okay, das ist hart. Nee, das ist hart. Hier sind alle außer Fall. Olaf. Ja. Okay. Ich komm, ja, schon. Ich hab noch einen No-Movement-Bonus. Er hat Schuhe in der Hand. Ich wette, das ist genau damit wir nicht. Na klar, er hat Schuhe in der Hand. Damit wir nicht denken, irgendwie, ja, er ist Mörder, er hat eine Waffe. Dieses Mal ist er so zu 90%. Auf jeden Fall. Guck mal, jetzt auf einmal labert der uns in einer Tour zu. Ist halt wirklich so, Vor allem, er halt ganz die ganze Zeit die Fresse, während wir sagen, ja, er ist es. Oh. Auf jeden Fall! So, Olaf, du kleiner Spaß, wo bist du? Du hast bei mir geleckt, ohne Joke. Ernsthaft? Übel. Ja, ja, bei mir auch ein bisschen geleckt, ganz ehrlich. Aber, ja. Ich leck bei jedem! Herber. Scheiße, Mann! Junge, aber warum hast du jetzt auf einmal so viel gelabert, Digi? Das ist es! Mit dem Typen kann man sowas nicht spielen, der ist immer auffällig! Und deswegen könnt ihr nie wissen, ob ich bin oder nicht! Ja, aber du bist immer auffällig, deswegen denken wir immer... Hast du ihn jetzt endlich? Ich leg schon mal meinen Zettel zurück. Ah, ja. Easy! Kannst du mal eben hier nochmal aufmachen? Hey Leute, ich hab gewonnen! Ja, was ist wohl wahr? Also, so. Es macht echt Spaß, muss ich sagen. Das macht echt Spaß. Also, es geht Wir treffen uns wieder im Mittelhaus. Okay. Das machen wir nicht. Das ist nämlich ein bisschen dämlich. Erinnert euch doch, wie gut das beim letzten Mal gelaufen ist. Ja, stimmt. Ja, okay, aber ich hab dir keinen Hit gegeben, weil du irgendwie bei mir so rechts, links gebackt bist. Das ist sonst vielleicht bekommen. Also erstmal hab ich mich extra nach rechts und links bewegt. Und wenn du es dann einfach nicht geleckt hast, wahrscheinlich. Halt Abstand. Ey, ganz ehrlich, ich stehe jetzt hier oben auf dem Baum, warte. Aber guck mal. Ich guck dann. Ich weiß ja, das sage ich jetzt jede Runde, aber irgendwie fällt mein Verdacht immer auf ihn, also auf Olaf. Ja, er ist zwar jede Runde auffällig, ja, aber. Das sieht man immer. Ey, nehm nicht auf mich. Es war ja wirklich der Einzige, der noch nie dran war. Allein, was die Chance angeht und jetzt sagt er zum Beispiel wieder nichts. Aber hier zum Beispiel, der Jan aimt gerade von seinem Baum aus auf. Er schießt mich ab, der Bogen hat dabei Leben weggemacht, er ist es. Yes! Er ist es. Gut. Ich will es noch nicht, ich war doch gerade erst. Ich meine es ernst, ich glaube, nur dass er es ist. Ich bin nicht... Hat er dich wirklich angeschossen? Ja, ich bin auf Helden. Ja, hab ich. Ich hab ihn angeschossen, das gebe ich ehrlich zu. Und warum? Weil er es ist, ich bin mir hundertprozentig sicher. Wenn ich nicht bin... Wenn er hier... Ja, ich bin tot, ich war Inno. Echt jetzt? Ja. Ja, ich war's auch und ich bin's auch nicht. Ja, ich muss Olaf. Nee, Günther. Ich sag, es ist hier Slime, Matt-Ding. Ich sag, es ist Günther. Es ist safe, Matt. Warte mal kurz, ich geh wieder auf die Map und beobachte einfach nur ein bisschen. Ja, ich bin nicht dabei, ich beobachte nur, weil's mich. Olaf schildert mich, Olaf jagt mich. Olaf? Ich weiß ja auch noch, was sicher geht, du kannst es sehr gut sein. Ja, genau. Tolles Argument. So. Also, ich bin dafür. Geh einfach Game Mode 3. Ich glaube, wie soll ich das denn machen? Ich hab doch Chats nicht an. Ja, kannst du kurz wieder zeigen? Soll ich Olaf töten? Ich wäre dafür, dass wir Olaf töten. Soll ich Olaf recht töten? Mach was ihr wollt. Er ist Nax. Es. Halt. Boah, der Bogen spielt Schaden. Der Bogen ist ziemlich gut, ne? Scheiße! Mann! Inos haben gewonnen! Mann, wenn ich Mörder bin! Metzeln. Ja, vor allem, Und ganz ehrlich, ich hab mir wirklich gedacht, dass der Matt ist. Der Matt, Alter! Nenn mich nie wieder Matt! Er heißt Matt! Matt Kaplinski! Ich hab halt gehofft, dass mich keiner... Ich bin schon lange da. Also, okay, dann geht die Runde los.
Ich bin schon lange da, das hab ich auch gesagt. Also, ich seile mich erstmal von euch ab. So, ich geh jetzt irgendwo hin. Wo ich mich was ist, wie sieht's aus? Ich teleportiere mich jetzt also, irgendwo. Nein, du. Achso, mit einem Knopf darfst du es ja. Also, wer ist dafür, dass wir gleich wieder Olaf grundlos verdächtigen, weil er es einfach noch nicht war? Ja! 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 Allein wegen der Wahrscheinlichkeit. Ist er wirklich so, er ist auch weg von mir. Er rennt auch schon wieder weg von mir. Auch, vielleicht hat er mich auch noch gar nicht gesehen, aber. Er ist auch hier bei mir. Ich meine, ich sehe dich. Haha, gesniped! Hä, wo bist du denn? Der grundlos töten scheint. Hallo! Affen! Allein, guck mal, allein dafür, dass er ihn jetzt grundlos töten das wollte, stimmt. Sollten wir ihn eigentlich töten. Ist das nicht euer Ernst? Wir haben uns alle geil, dass wir ihn umbringen. 5,5 Minuten. Haben wir nicht, das war so ein Joke, Junge. Ja, wow, okay. Andererseits hat, also es stimmt halt schon. Wir wollen uns wir geben dir einen Bogen-Hit. Günther, gib ihm einen Bogen-Hit. Macht was? Obwohl, wenn ich jetzt instant sterbe, ne? Ja, wenn er instant stirbt. Dann wissen wir, dass Günther gut, der okay. Mörder ist. Gut, okay, er ist nicht Mörder, ich hab noch Leben. Aber ich würde sagen, Günther wir machen das in der... da hinten, Olaf will snipen. Olaf ist es. Wenn wir errasen, wer war euch jetzt ist. Olaf ist es safe. Verdammt, es ist Matt. Es war Matt. Ich hab's mir sowas von gedacht. Scheiß Matt Kaplinski! Meint den Profi, besser gesagt, ja? Digga, ab sofort verdächtige ich nicht mehr jede Runde Olaf, sondern jede Runde Matt. Das ist wohl wahr, das machen wir jetzt einfach jede Runde so, fertig. Das haben wir jetzt einmal gemacht, da ist es gut. Ja, wegen der Strafe, weil du einfach irgendjemand abgeschossen hast. Da habe ich gesagt, so einen Respekt-Hit, damit wir dich schneller töten können, falls du Mörder bist. Los, es geht. Warte, kurz, jetzt. Treffen wir uns direkt wieder irgendwo, nein, oder? Auf gar keinen Fall. Ich stelle mich wieder dahin, wo ich normalerweise also hingehe und von dort aus. Ich bin jetzt schon wieder verunsichert, was Matt macht, weil er sagt sofort, wir müssen uns alle treffen. Letztes Mal sind wir dabei alle gestorben. Ja, vor allem, guck mal. Also, meine Chancen sind diesmal recht hoch gewesen. Hi! Von mir, Matt, einfach. Olaf. Hi! Oh, weil, so! So, dieses Mal gehen wir das Ganze systematisch an und verdächtigen nicht einfach Olaf. Gut, und auch nicht einfach. Dieses Mal gehen wir das Ganze systematisch an und verdächtigen nicht einfach Olaf. Ich wette, jetzt werden wir ihn einmal nicht verdächtigen. Ich denke, diesen Geheimgang total cool, den du da gebaut hast. Da nimmt man auf jeden Fall 5 Herzen Fallschaden. Hä? Bei welchen? Bei den einen im Wasser. Ah ja, stimmt. Tja, Pech gehabt. Alle kämpfen irgendwo oben. Das ging jetzt halt. Alle kämpfen irgendwo unten. Ist Olaf! Du weißt schon, dass du da in einer ziemlich beschissenen Position stehst, oder? Ja, guck mal. Warum? Ich gehe ja nicht einmal hitten und du bist unten. Und zwar sofort. Ja, und warum willst du ihn denn hitten? Und warum willst du ihn hitten? Ich sag ihm doch, warum sollte ich ihm sagen, dass er sich woanders hinstellen soll, wenn ich ihn umbringen will? Also ich bin... Dass er vielleicht in die Nähe von dir kommt, weil er sich dann in die Sicherheit fühlt. Hallo, ich will reden. Mir ist Matt sehr suspekt. Mir auch, das ist dämlich. Dann tötet mich, dann habt ihr einen von mir, von uns getötet und dann... Olaf tötet Matt! Dieses Mal gehen wir das Ganze systematisch an und verdächtigen nicht einfach Olaf. Das ist nicht fair! Jawohl! Ich hab ihn jetzt getötet, weil er mich angegriffen hat. War er ein Mörder oder nicht? Ja. Sehr gut! Wunderbar! Yeah! Oh mein Gott, wenn wir ihn einmal nicht direkt verdächtigen. Oh mein Gott, war das geil! Ich wollte es nur mal erwähnen für die Leute. Scheiße, du hast deinen Zettel nicht mitgenommen. Ich hab meinen Zettel nicht. Ja, mach Slash Kill, ich bin noch nicht da. Ich hab den Chat nicht an. Warte, dann nicht. Dann mach ich ihn kurz an und kill dich. Ja, nur mich aber. So, meine Werten, Damen und Herren. Ach, Mann. Hallo, ich will sterben. Danke. Ich bin selbstmordgefährdet. Ja, wie ein Pferd. Ja, wie nennt man ein suizidales Pferd? Selbstmordgefährdet. Regen auf Schnee. Yeah. Das macht auch sehr viel Sinn. Ja. So, jetzt mache ich meinen Chat aus. Und die Runde beginnt. Gut, ich stelle mich wieder dahin, wo ich mich normalerweise hinstelle. Warum willst du denn nicht zu Olaf, kommt mir zu nah! Olaf, kommt mir zu nah! Hilfe! Ich verdächtige Olaf! No. Entweder kommt der Lehrling oder Olaf. Ohne irgendwie Warum sollte ich es denn schon wieder sein? Ich glaube,
Ich glaube, der Jan ist es, weil er sofort wieder panikiert und Olaf verdächtigt. Na klar, bringt Ich glaube, dass es Jan ist, weil er sich wieder auf seinen Sniper-Ort stellt, wo er immer ist. Und sich, da stellt er sich aber immer hin. Das ist kein Argument. Matt könnte es sein. Um sich von der Gruppe abzulösen und dann halt vom Verdacht abzukommen und dann aus dem Hinterhalt anzugreifen, weil er ihm einen starken Bogen hat, wo man nicht so schnell hinkommen kann. Er geht da jede Runde hin, egal was er ist. Warum sollte ich da nicht hingehen? Damit er dann, wenn er Mörder ist, einen Verdacht hat, um dann uns davon da oben zu snipen. Okay, meinetwegen. Matt ist zu aggressiv, was das angeht. Ich meine, ihr fangt ja nie an. Mal im Ernst, ihr verdächtigt euch immer gegenseitig, kann das? Ja, kann sein. Ja, nein, Jan labert die ganze Zeit wieder so auf Offensiv direkt. Ah, habt ihr mal gehört, Olaf hat zum ersten Mal heute wen verdächtigt? Oh mein Gott, wen hast du denn verdächtigt? Mich. Ah, wundervoll. Niemand verdächtigt Günther. Es ist also ein Fakt. Ich hatte das gegeben irgendwie. Wenn ich ehrlich bin, ich glaube, Günther ist da auf keinen Fall. Ah, Mann, ey, wir wissen es halt am Ende nicht. Das Ding ist halt. Ich verdächtige Bratenfett viel zu sehr. Ich verdächtige im Moment vor allem hier Gomez Lehrling. Okay, es ist mir ziemlich egal momentan. Einfach. Was sagst du jetzt, damit wir dich nicht töten? Ja, so okay. Macht was ihr wollt. Ist mir vollkommen egal. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Runde der Matt ausnahmsweise mal safe ist. Und eigentlich tötet er mich immer, wenn ich das sage, aber. Guck, und die Sache ist, wenn wir dich töten, dann liegt's wieder in meiner Schuld und dann bin ich wieder Mörder und dann weiß ich, dass es der Günther ist. Also, du hast in die Luft geschossen. Bei mir hat man deswegen den Lex gerade nicht gesehen, wo du hingeschossen hast. Fliege. Oh, er hat auf Olaf geschossen. Ich habe sogar vor ihn geschossen. Er ist mir sogar fast reingerannt. Das war fast zu witzig. Kann ja sein, dass du abgepasst hast. Also, ich vertraue auf jeden Fall am wenigsten hier Gomez Lehrling. Könnt ihr mich die einfach Jan nennen? Das ist mir nämlich ziemlich dämlich, wenn ihr mich die ganze Zeit Gomez Lehrling nennt. Ich hab einmal Fehler gemacht. Komm, nennen wir ihn den freundelosen Alpha Kevin. Ja, den fetten Freundelosen, der immer auf seinen komischen Baum geht, der hässlich ist. Ich hab heute ein tolles Video geschickt bekommen. Das war Alpha Kevin allein zu Haus. Da geht's ja, hab ich gesehen. Oh mein Gott, ja. Da geht's um eine Harzer Familie, die ihren Sohn zu Hause vergisst und der zockt dann die ganze Zeit Fortnite und kippt sich Energy Drinks rein und dann kommen Typen und wollen seine Familie. Ja, ich sag, aber Olaf ist auf meinem Baum. Und er macht mich wütend. Olaf und Gomez Lehrling. Ja, willst du ihn töten? Ich will ihn nicht töten, darum geht's aber, deshalb hab ich mein Schwert draußen. Wenn gleich einer tot ist von den beiden, denke ich, ist es der andere. Es muss dann der andere sein, eigentlich ziemlich. Ja, außer wenn du vielleicht uns mal wieder kommen. Aber Günther, guck auch auf deine Umgebung und warte ab, ne? Ja, ich guck euch zu. Ich sehe euch nur beide da oben stehen. Bisher macht niemand was. Ja. Ey, ganz ehrlich, ich hab echt Angst. Ich geh wieder. Und ich hoffe ganz ehrlich, dass jetzt nicht auf einmal meine Maus wieder spackt und einfach Linksklick drückt ohne irgendeinen Grund. Gut, dann geh ich wieder runter. Mit links. Genau, die Maus spackt. Es macht sich dann sogar wirklich öfter. In Overwatch ist das immer ein Riesenproblem, weil ich dann aus irgendeinem Grund einfach. Dann mach deine Faust in die Hand. Olaf ist ja jetzt nicht mehr da. Olaf ist wieder da, wohl wahr. Jedenfalls. Ich kann mir halt auch im Moment vorstellen. Oh, die Maus hat gelinksklickt. Oh. Boah, Junge. Ich kann mir halt echt auch noch vorstellen, dass hier wieder der Typ, der immer sagt, wie gut er in Mindgames ist, wieder mal seine Mindgames macht. Ist halt wirklich so, das ist irgendwie so dämlich. Ja, ich sag ja, dass es Matt ist. Ich bin mir hundertprozentig sicher eigentlich. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube immer noch entweder Olaf oder du. Ja, okay, meinetwegen. Delta ich würde sagen, es ist nicht Olaf, entweder Peter oder du. Das Witzige daran ist halt, dass halt, egal ob man jetzt richtig oder falsch liegt, die anderen es einem nicht unbedingt glauben müssen. Weil ich weiß, dass ich innocent bin, das ist einfach so. Oh, scheiße. Der Beitrag kommt mir schon visieren. Wie buchstabiert man denn innocent? Nice. So. Was ist dein Bogen verzaubert? Ach! Sag mal, was dein Bogen verzaubert ist. Port 2 am Breaking 3. Es stimmt. Dann ist es Günther. Warum ich? Dann ist er Bratenfett, weil ganz ehrlich, wer soll es sonst sein? Wer ist Bratenfett? Matt, weil ich es hasse. Wie soll ich denn sagen, dass deine Enchantments einstimmen, wenn ich nicht selbst diesen Bogen hab? Zwei Mörder gibt's nicht. Du kannst sie auch einfach merken. Übrigens, dann hätte ich die Frage schon früher gestellt. Hallo, wir nehmen gerade auf, an meiner Tür klopft.
Wer klopft denn da? Klopf, klopf! Auch geh nur nachschauen. Also, weil hier passiert ja eh nichts mehr. Grad, ich bin kurz AFK, bitte nicht töten. Oh, na klar. Wenn jetzt einer von euch den Typen tötet, wäre es echt unfair. Olaf ist es. Ey, Bratenfett, ich bin mir 100% sicher, dass du es bist. Geh dich nicht raus. Was natürlich auch die Sache ist. Entweder hier Jan oder Matt. Ihr könnt ja auch beide euch einfach gemerkt haben, welche Verzauberung der Bogen hat. Das ist halt wirklich so. Das habe ich ja auch schon gesagt. Man kann sich auch einfach merken. Fertig. Aus Ende. Ihr könnt mich umbringen, aber dann möchte ich noch jemanden mitnehmen. Also ich bin dafür, wir versammeln uns jetzt und versammeln uns nicht, stimmt, dann sterben wir alle. Wir stimmen demokratisch. Das ist eben das Ding, ich wollte schon gerade sagen. Ja, wir stimmen einfach demokratisch ab, was die Mehrheit denkt. Meinetwegen. Okay. Und deswegen würde ich sagen, dass wenn ihr mich tötet, dass ich dann noch jemanden mitnehmen darf, falls es nicht stimmt. Ich bin dafür, dass Olaf es ist. Und was sagen die anderen? Ich hab halt mein Argument. Frage, es ist. Schlägst du. Warte mal kurz. Wir brauchen Schluss, Peduli, warum ihr es nicht seid. Also, ich möchte erstmal sagen, warum ich glaube, es ist Olaf. Weil, hier, jeder andere wäre. Ist schon so eingespielt in Minecraft von uns, dass er mutig genug gewesen wäre, schon anzugreifen bis jetzt. Aber das Olaf. Ist super wahr. Olaf ist das muss aber auch nicht sein. Es kann jetzt sein, dass du deinen Verdacht ablenkst, weil vielleicht willst du ja auch nur die Mindgames spielen, dass der Verdacht komplett von dir abgeht. Kannst du auch mit deinem Satz am Mindgames, das ist so, als würde ich die ganze Zeit etwas von CSGO sagen. Dann spielt TTT und Random Kill alle, mach mal. Das ist viel spaßiger. Nein, du sollst aufhören, das Wort zu sagen. Sag doch einfach, ich trick's euch aus. Wie normale Menschen. Ich finde das Wort aber auch toll. Also, wer sagt, ihr ist es? Wer? Wer Olaf jetzt, oder was? Ich sage, es ist Olaf, aber wer glaubt, ihr ist es? Achso. Jetzt verstehst du. Ich glaube, es ist Günther. Ich glaube, es ist Bratfett. Ja gut, dann ist jetzt jeder anderer Meinung, wir bringen uns einfach gegenseitig um. Was sagt Olaf? Olaf hat noch nichts gesagt. Ja, das ist wohl wahr. Ja gut, Jan, jetzt ist jeder anderer Meinung. Einen Applaus. Jeder sagt, wer anders. Meinetwegen, wir müssen jetzt aber ernsthaft einigen. Meinetwegen, ich sag es Olaf, fertig. Okay. Oh, der Blitz, der ist gerade da vorne irgendwo eingeschlagen. Geil. Also, ich weiß, warum ich es nicht bin. Ich glaub es zwar nicht, aber warum sollte ich mir merken, was für eine Verzauberung Olaf hat? Wo bist du denn? Wohl wahr, wo ist der jetzt wieder hin? Ich komm nicht mal runter. Er ist vor mir, beim großen Haus in der Mitte. Warte, ich will ihn jetzt, kommt er jetzt alle hin, aber verdammte Scheiße, wir müssen uns jetzt verteilen ein bisschen. Nicht alle auf einen Cluster. Ich will dir nur mal was sagen, also ich will jetzt Olaf nicht verteidigen, aber warum beschwert sich Günther direkt, dass er weg ist? Es bringt ihm eh nichts, weg zu sein. Ist gerade irgendjemand gestorben? Nein. Hallo? Ah, gut, unten ist er. Okay. Jeder ist noch da. Hier ist Matt Kaplinski. Verteilt euch einfach ein bisschen. Nein, nicht zu nahe kommen. Wir verteilen uns jetzt einfach ein bisschen. Aber die Sache ist die, irgendwann sollte der Mörder jetzt auch mal was machen, ansonsten geht die Runde unendlich. Es bringt nichts, sich zu verteilen. Es gibt keinen Mörderraum, nix. Ich werde angeschossen. Oh, von wo? Was? Ich glaube, kommt ein Lehrling. Ich war es nicht. Ich habe nicht ernsthaft viel Schaden genommen, aber... Nicht viel Schaden. Ich war es nicht. Ich habe so 2,5 nur genommen. Vielleicht war es... Mit der Spitze hab ich nicht. Ich war's nicht. Da hinten, war, Olaf. Ich glaube, es war mit der Spitzhacke. Wer hat die Spitzhacke überhaupt mitgenommen? Ich. Scheiße, Olaf ist es. Er hat mir zu viel Schaden gemacht. Es war zu viel Schaden. Er hat noch 2 Leben. Ich sehe das an Leben-Mod. Wir töten ihn jetzt. Ist er tot? Ja. Jawoll! Feier's. Alter, es hat funktioniert. Geil. Warst du's? Olaf? Er hat doch schon gesagt, dass er es war, oder nicht? Ja, ich war's. Jawohl! Ja. Aha, das ist eine interessante Rolle. Wohl wahr. Er ist Inno. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Mindgames hier vom Matt, die Gehirnspiele, sind wirklich sehr toll. Ich meine, wir sind noch nicht auf der Map und er sagt schon, okay, Günther ist Inno. Ja, guck, du sagst, es ist eine interessante Rolle, aber es kann auch sein, dass du willst, dass wir es denken und du jetzt doch Mörder bist. Es ist halt alles möglich, das ist das Coole an dem Modus. Ihr könnt jetzt natürlich denken, ich meine das in dem einen Weg oder ich meine es in dem anderen Weg. Hopp. Wer ist alles auf der Map bisher? Ich. Alle? Also ich glaube,
Los! Okay. Wir legen los. Ihr könnt jetzt einfach mal mich verdächtigen. Ich wurde schon lange nicht mehr für richtig verdächtigt. Du hast es bewiesen wegen dieser Enchantung. Das Ding ist ja das einzige. Meinetwegen, jeder soll mal kurz sagen, was für eine Sharpness es hat. Einfach einer soll es einfach random sagen, was er hat. Schärfe 3. Ja. 3 halt, was sonst? Ja, ich eben. 3 halt, was? 3 Stärke. Olaf, ist es. Was? Nee, warte mal. Ja, warte mal, du hast ja zuerst gesagt, ne? Wer jetzt? Obwohl man jetzt ja natürlich einfach wieder, obwohl man sich jetzt natürlich einfach wieder merken kann, ne? Ich glaube, Günther war es, weil er hat gesagt, so, ja, 3 natürlich, Schärfe 3 natürlich. Ist warum? Wirklich ja, so, was ist denn sonst? Was soll ich denn sonst sagen? Meins hat Schärfe 7, oder? Ja, weil du sagst, ja, genau, ja. Ja, okay, es kann auch sein, dass das auswendig ist, weil wie er kann man, Scheiße ey, wie kann man sie auf den dreckigen Lerner teleportieren? Das ist in dem einen orangenen Geschenk mit einer blauen Schleife, ist eine Leiter nach oben. Ah, okay. Oh, okay, danke. Wir müssen mal verdächtigen, Jungs. Ja, machen wir das nicht schon? Wunderbar. Mein, so, du warst alles gerade, der mich verdächtigt hat zum Beispiel. Da kann man hier also, auch. Ich glaube, Olaf war in letzter Zeit Cameo. Häufig. Ich glaube, der ist es nicht noch. Oh, das ist halt wirklich so. Das ist eine gute Möglichkeit. Ich bin Matt, du. Aber wenn ich gleich da bin, könnte es Jan sein. Ach klar, echt. Ja. Deshalb habe ich die auch noch nicht umgebracht, ne? Ich warum sind wir jetzt alle hier oben? Warum sind wir jetzt eigentlich alle hier oben? Keine Ahnung. Ich war schon lange nicht mehr. Das Ding ist natürlich. Das war ein Herzschaden. Das Ding ist halt das Wundervolle an dem Spiel. Günni, was machst du da unten? Und die Sache ich ist. Mit der ich war jetzt seit 3-4 Runden kein. Ich war jetzt seit 3 Runden kein Traitor mehr, weil dieser Rhythmus so war, dass ich entweder als Dritter oder als Vierter war. Aber genau deswegen kann es ja jetzt auch sein, dass du es jetzt bist, wenn du es. Das ist wohl wahr. Ja, ich war als Dritter diesmal. Ach, ja, das heißt aber nichts. Wir haben ja vorhin schon gelernt, Mathe ist toll, die Wahrscheinlichkeit ist an jeder Position gleich hoch. Das ist wahr, das ist wahr. Ja, klar, naja. Könnt ihr mich nicht beschuldigen dafür, dass ich es lang nicht mehr war. Ja, ich beschuldige dich trotzdem dafür, dass du es lang nicht mehr warst. Ja, das macht dann aber keinen Sinn. Vielleicht beschuldigst du einfach nur mich, um von dir abzulenken. Vielleicht beschuldigst du ja auch mich, um von dir abzulenken. Genau das ist es ja. Wisst ihr, was halbwegs witzig ist, warum ich gar kein Mörder sein kann? Mein Schwert hat noch voll Durability. Das fällt mir gerade auf. Wisst ihr, was witzig wäre? Und zwar, wenn ich und Günther sich beide opfern und mal gucken, wer Mörder ist. Ja, klar. Ich soll nicht dort auf den Lord Ecke, ich hab schon 2 Herzen Schaden. Also, Mann. Ich geh da immer wieder hoch und runter. Warum bitte? Ich bleib wenigstens hier oben. Ich bin halt gerade nochmal hochgegangen, weil ich mir gedacht hab, auf dem Lord Ecke ist cool, aber dann hab ich mir wieder gedacht, wenn ich da oben bleib, sagst du am Ende, ich bin's. Das Ding ist halt, der Olaf rennt ja auch schon wieder rum und er sagt nix. Ja, er rennt hier auch rum. Aber wir sagen was. Ich sag zu mir. Wir sagen halt was. Er strengt sich halt nicht an, von sich abzulenken, deswegen würde ich ihn jetzt ehrlich gesagt nicht beschuldigen. Ja, er strengt sich nicht an, von sich abzulenken, aber vielleicht eben damit wir genau denken, ja, das Ding ist halt, vielleicht, ich wollte auch schon genau denken, dass wir das denken und deswegen. Die Gedanken, die wir gedacht haben, von denen sie wollen, dass wir sie denken, denkst du das? Ich denke in der Regel nicht sehr viel. Aber ernsthaft, Leute, ich könnte es ja auch sein, ne? Ich meine, ich stehe hier oben auf einem Sniping. Diesmal glaub, nicht mal auf dem Baum. Ich glaube nicht, dass du es bist, Jan. Ja, sonst ich glaube auch nicht, sonst hätte er es nicht so betont. Sonst hätte ich so gesagt, ja, vielleicht bin ich's ja. Kein schlauer Mörder würde sagen, hey, ich bin Mörder! Hallo, ich bin Mörder! Hallo! Okay, wir stimmen jetzt mal ab, wer ihr denkt, ist Mörder. Ich denke, es ist Bratfett einfach just for Lulz. Ich denke, ich habe keine Ahnung. Ja, ich denke, es ist Günther. Ja, du denkst immer, ich bin's. Dann sag denk ich nicht, ich denke immer, Jan ist es. Einfall. Olaf, deine Stimme zählt. Wen beschuldigst du? Ich habe keine Ahnung. Wir haben doch beide für denselben abgestimmt, Jan. Oh, und wenn das so ist, dann bringen wir ihn um. Lol. Wer bringt ihn freiwillig um? Ich kann ihn abschneiden, wenn ihr wollt. Wo ist er denn? Wo bist du? Ich darf mich verteidigen.
Du darfst natürlich dich darfst du nicht verteidigen, es tut ein bisschen dämlich, wenn. Warum? Vielleicht töte ich ja den Mörder. Yes, ich hab ihn gesniped! Ist er tot? Noch nicht ganz, ich hab ihn, wie gesagt, ich bin Inno, ich hab ihn nur auf die Hälfte. Ja, Jan, das ist nicht, der ist Inno. Ich krieg ja die Leute noch auf die Hälfte. Ich glaub, Günther ist es, ohne Joke. Digga, er greift mich an, er muss es sein. Warte mal, ist der Mörder tot? Nein, es ist, glaube ich, keiner tot, oder? Matt greift mich aber an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er es ist. Oh mein Gott. Ey, Gritty, ich weiß genau, dass du es bist, ne? Hä? Ist er inzwischen tot oder was? Ja, er ist eben gestorben und dort zwar durch deine Hand, danach wurde nichts mehr gesagt. Er muss sein. Bring ihn um! Nimm im Ernst, er hat mich angeschossen und ich bin weggerannt. Ist mir scheißegal, er ist tot, du nicht. Das ist dann aber kein Argument. Junge, du kannst es. Stimmt. Wahrscheinlich bist darf du ich jetzt. Eigentlich jetzt. Noch, darf ich jetzt eigentlich noch was sagen? Nein. Also nicht. Also, warst du jetzt Inno oder nicht? Mann! Warum tötest du mich einfach? Ach, nicht. Guck mal. Weil ich war, yes. Mörder. Aber ich wusste es. Ich weiß, dass ich es war. Ich hatte den Beweis. Als nämlich Matt tot war, hat er nichts gesagt, weil ja, ich bin Mörder. Weil, und da ich weiß, dass Olaf nicht gewesen sein kann. Warum weil er kann mich er nicht mit dem Bogen treffen sein? Kann. Weil guck mal, Olaf war ja weiter weg von mir und der hat eh keinen Bogen-Aim. Ja, wohl wahr, aber ich schon. Ich hab mein Ernst, ich schwöre, ich hab dich nicht getötet, Matt. Doch, hä? Du hast, ich hab's doch nein. Genau gesehen. Ich hab mich übrigens, gewusst. Wir machen jetzt eine Spezialrunde. Und zwar, oh shit. Und zwar gibt es eine Möglichkeit, muss aber nicht sein, dass es zwei Mörder gibt. Oh und shit. Warte, da muss ich mich nochmal töten. Ich muss jetzt kurz nochmal meinen Zettel zurück. Was machst du? Ich muss nochmal zurück. Ich hab schon vorhin meinen Zettel genommen. Ich hab gedacht, ich wär als erstes dran. Nein, ich wär. Was hattest du eigentlich für einen Zettel bekommen? Ich hatte Innocent, sonst hätte ich's auch nicht gesagt. Auf geht's, okay, los ist los. Danach komm ich, oder? Wer kommt denn als letztes? Ich glaube nur. Du, oder? Nein, du bist der Letzte. Oh, ich bin traurig. Ich drehe mich immer so rum, dass ich erst alle drei umkleiden, außer meiner sehe. Das fuckt mich gerade ab und ich soll vielleicht mal gucken, was ich bin. Oh, keine Ahnung. Olaf, beeil dich. Es ist einfach ein fünfter Zettel da drin, oder? Ja. Und wir wissen halt nicht, es kann ein Mörder oder zwei geben. Los geht's. Wer ist alles auf der Map? Ich. Warte kurz, ich bin ja gerade erst reingekommen und ich bin auf der Map. Übrigens eine Regelung, wenn irgendwie wenn es beide Mörder gibt, dann ist die Runde erst zu Ende, wenn es nur noch einen von ihnen gibt. Oh shit. Das bedeutet, es am Ende von. Oh, ich bin auf der Map. Wie kommt es nur eine Scherz? Regelung? Eine Sache, dass beide Mörder zu müssen tot sein. Eine Sache, die mir gerade aufgefallen ist. Wie regeln wir das eigentlich? Ich meine, wenn einer tot ist, der Mörder war und der sagt dann, er war Mörder. Wie wissen wir dann, ob die Runde noch weitergeht? Das ist das Ding. Ja, wir machen das beide Mörder. Ich bin dafür, dass der tot ist, der Mörder, der geht dann in der Lobby zu dem Werfer und guckt, ob der Zettel mit zweiter Mörder oder wenn er der selber zweiter Mörder war, mit dem normalen Mörder noch drin ist. Wohl wahr, das wird sogar Sinn machen, das wäre cool. Gut, dann oder, seid ihr bereit? Oder wenn du. Hä? Warte mal. Falls es passiert, das macht doch gar keinen Sinn, weil guck mal, wenn du tot bist als Mörder, dann sagst du, ja, ich bin tot. Und dann fragt man halt in die Runde, ob der zweite Mörder vergeben ist. Und wer ist dann halt ja, aber wenn dann immer irgendwer ja sagt, dann weiß man dann doch. Dann weiß man ja, dass derjenige Mörder ist. Ja, nach einem Mörder hörst du auf, hast du doch gerade gesagt. Nein, eben nicht. Wenn ja, es um zwei Mörder da sind, dann bist du tot. Erst wenn nur noch ein Spieler lebt, wenn er Mörder ist. So, kann die Runde losgehen? Ja. Danke. Ich habe mich versteckt, ich habe Angst. Du versteckst dich jetzt erstmal. Jetzt bleibt auch erstmal die Frage, gibt es einen oder zwei Mörder? Das ist das größte Problem von allen. Aber das ist richtige Scheiße, ne? Egal, ich bin wieder auf einmal in der Zeit, bin geworsten. Ach, mal wieder auf dem Baum diese Runde, Jan. Natürlich bin ich auf dem Baum, was ist das überhaupt für eine Frage? Das Ding ist halt, der Güni macht mir Angst. Der Güni macht mir richtig Angst.
Digga, ich mach jedem jede Runde Angst, kann das sein? Ja. Du bist ein Walross mit der Maske, was erwartest du? Ich bin ein Mörder-Walross, ich hab meinen Skin bearbeitet. Ich weiß, ich hab's gesehen, ich find's schrecklich. Halt die Fresse, Junge. Ey. Ein Schuss in die Sonne. Und ich liebe es. Der Jan aimt auf mich. Er hat aber nicht zu mir gehört. Wenn ich mich jetzt selbst treffe, werde ich so lachen. Das war voll knapp. Ich glaube, der Pfeil ist nur ein, zwei Blöcke an dir vorbeigegangen. Witzig wäre schon, wo ich mich selbst getroffen. Ja, und dann am besten runtergefallen und gestorben, ne? Dann hätte ich so gelacht. Ja, das wäre so geil gewesen. Sonst, da ich halt Inno bin, wäre das wirklich unschön gewesen. Also, ich guck mal. Ich sehe hier alle außer Matt. Ich auch. Deshalb wollte ich ihm auch gerade sagen. Matt ist nämlich gerade irgendwo hin verschwunden. Da hinten ist Olaf, da bist du, Jan. Ich bin logischerweise hier. Ja. Aber Matt. Ja. Meinetwegen, wollen wir uns wieder gegenseitig umbringen und also demokratisch entscheiden, woher sie. Ich glaube, ich habe gerade seinen Nametag im Haus gesehen. Eine Sache, Matt, warum redest du nicht? Wohl wahr. Frage. Ist er schon down? Ich glaube irgendwie, er versucht Brain Game. Er sneakt. Ich hab's gesehen, er ist zum Ding. Er geht auf die Günther-Statue. Okay, was für eine Günther-Statue? Die Günther-Statue halt. Hä, es gibt keine Günther-Statue. Ihr wisst, welche Statue ich meine. Lord Ecke, oder? Ja. Da war ich doch gerade drauf. Ich weiß, aber er ist gerade da irgendwo hingegangen. Watch your back. Wer hat gerade dem armen Lord Ecke ins Auge geschossen? Ne? Das war gängig, der Olaf. Ja. Mann, so geht das nicht. Was ist, wenn er Mörder ist? Ich glaube, Lord Ecke ist ein Mörder. Glaub ich auch, hab ihn gerade abgeschossen. Töte die Statue! Er ist tot? Ja! Aber ernsthaft, ich habe keine Ahnung, wo Bratenfett ist. Ich schau mal, ob oben auf der Stadt was zu finden ist. Das Ding ist halt, es macht mir wirklich Angst, weil der Typ ist nirgends. Und ja, ich habe ihn einfach nur sneaken gesehen, das war's. Ich glaub halt, er will jetzt Gehirnspiele machen. Er versucht. Ich habe das Gefühl, dass er einfach irgendeine andere Scheiße macht. Ich habe das Gefühl, ja. Ach, weißt du was? Meinetwegen, sagen wir, dass wir ihn umbringen? Meinetwegen. Gut, meinetwegen. Dann ist er jetzt gebaut. Er wurde jetzt gebounted. Ich werde gucken, dass ich ihn finde. Und er will sich auch nicht verteidigen. Er ist halt in der Runde noch. Ich denke, er ist nicht tot. Wir haben ihn vorhin doch noch gesehen. Also sozusagen, wer ihn jetzt findet, der kann... Darf ihn töten. Ich sehe schon. Der kann putt machen. Hier ist er nicht anscheinend. Das Ding ist halt, ich bin halt ein purer Bogenprofi und alles andere würde mich umbringen. Ich habe das Gefühl, er versteckt sich, was dumm ist eigentlich. Und auch keinen Spaß macht. Ja, das ist halt echt so ein Zick. Ich habe schon ein paar Verstecke durchsucht, habe ihn aber bisher nicht gefunden. Ich auch. Ich bin mir sicher. Mal ernst, Wetten erlebt noch. Ich glaube nicht. Kann gut sein, aber ja. Weißt du, was schade ist? Wisst ihr, was schade ist? Dass wir kein TNT haben. Weil dann können wir einfach irgendwelche... Weil das Ding ist halt, ein paar Sachen können wir ihn gar nicht sehen. Warum habe ich hier Bedrock hingebaut? Gute Frage. Ich verstehe halt nicht, warum er sich versteckt. Er ist ein Mörder. Es ist komplett unfair eigentlich. Aber es nützt ihm ja auch nicht. Die Falltür. Ja, wir sind gleich fertig. Die Runde spielen wir noch. Boah, du bist das. Nach der Runde müssen wir hier aufhören. Da hinten, Matt hat auf mich gesniped. Matt ist bei dem grünen Geschenk. Hallo, ich bin hier in der Falltür und festgeglitscht. Matt sniped. Matt ist auf jeden Fall. Ja, hundertprozentig. Perfekt rausgekommen. Also, wenn du ihn siehst, Olaf, töte Matt. Er ist da! Pass auf! Er wird dich umbringen! Wo? Na toll, ja, Olaf ist tot. Er ist da beim Ding. Der erste Mörder ist noch in der Runde. Wie? Der erste? Ich war der zweite Mörder. Oh, geil. Was? Dann muss es auch Matt. Scheiße! Es ist Matt, es ist hundertprozentig Matt. Ich bin gerade selber verreckt. Scheiße. Nein. Och Mann, ey. Günther, es hängt von dir ab. Meine Sniping-Künste haben nicht funktioniert. Ich hab keine Sniping-Künste. Och Junge. Wurde er gekillt? Ist er tot? Nein. Ich war kein Mörder. Hä, bist du tot?
Du hast gewonnen, Günther. Ja, ich war Mörder! Oh, du bist so ein Arschloch, weißt du das? Warum sollte ich mich verstecken, wenn ich Mörder werde? Warum redest du nicht? Ich hab einfach... Ich wollte Olaf töten, dann habe ich mich verteilt. Also ich wusste, dass es Olaf ist. Halt. Ich verstehe halt nicht. Ich habe einfach nur auf die Argumente von euch gehört, als ihr halt über mich geredet habt. So. Und dann hat mich verdächtigt. Ich hätte dich verdächtigt, aber ich habe halt einfach nichts gesagt. Und dann stand halt der Jan im Weg, dann habe ich den kurz weggemacht. Und ich wollte eigentlich nur Olaf und ihn töten. Also ich habe gesagt, entweder Olaf oder Günther ist es. Das war's mit dieser Aufnahme, wie ich finde, mit einem sehr guten Ende. Das einzige wahre Mörder-Walross hat gewonnen. Tschüss. Oh yeah, tschüss. Direkt Fortnite quitten, kein Bock mehr. Tschüss.